Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Dann wollen wir mal nach einem Beweis James suchen. sure keeps lots of files on people. Das wird nicht sein. Computer können wir wahrscheinlich nicht Looks like benutzen. a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother. Beweis. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Okay, versuchen wir es. Damon Merrick. Aha, da haben wir doch was. Geschlecht. Ja, Haarfarbe Branden. Kalt, kaukasisch, hispanisch, afroamerikanisch, amerikanischer Ureinwohner, asiatisch. Und eine Person wird beschuldigt, wie folgt: Art des Vergehens, schwere Kopfverletzung mit tödlicher Waffe. Ort des Vorfalls: Zunos Sägewerk. Anschuldigung nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schnürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Okay. Handschuh. Tonhülsen, Messer, es ist der Handschuh. Ich warte. Was? Das ist ein Beweis, oder? Ja. Und jetzt zerstörst du das Zeug verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Sarah sent all these letters, and James never gave them to Rachel? That's so messed up. An meine Rachel, mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfe zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr als mir zusteht, das weiß ich, doch wenn du möchtest, würde ich es gerne versuchen. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. Liebe Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidungen. So vieles ging verloren, außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer, als eine schlechte Mutter zu sein, ist es nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid, falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorn anfangen. Ich will es mit all meiner Macht, in Liebe, Sarah. Boah, wunderschöne Rachel, ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann. Weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss, es ist etwas Neues. Glaubst du, das ist wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen, ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr, in liebe Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night.
James, ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden. Und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Sarah. Kostermann, Scheibro, Familienreich, Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich präsentiere Sarahs Gesetz muss auf Moment, Angst, blablabla. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Boah, der hat ihr jeden Monat $3,000 geschickt? Hammer. Die musste gar nicht arbeiten, Eddie. Aber sie hat es nicht mal eingelöst, ja? Scheint ihr doch wichtig zu sein. Oof. Better not touch that again. Okay, ja, du hast dich drum gekümmert. Gut, also, da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitzel ist. Was? Wo ist sie? Keine Spielchen mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sagte. Sag mir, wer es ist, oder willst du dich lieber selbst um dein Problem kümmern? Hm. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Boah, Mutter, ey. Okay, ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Warte nicht auf mich. Liebling, wir verbringen so schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, alles okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Mutti. Entschuldigen. Wen denn beschuldigen? Oder wir können auch den beschuldigen? Arcadia Bay's least wanted. Hm. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Okay, er war's ein... I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Name Gerald Scott. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Rutherford? Cullen Rutherford aus Dragon Age. Nein. Ach komm, wir geben diesen Dingens. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Aufnahme des Verkäufers. Kopfaufnahme ist sogar Kopfaufnahme von Fanda. Guck mal, von Sheldon beschuldigen. Hm. Nehmen wir den. Fanda ist der Spitzel.
Scheiße, das macht Sinn. Kannst kaum erwarten, mich um ihn zu kümmern. Dann bleibt nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du mein Geld hast und ich sag dir, wo wir uns treffen. Was? Payment? Fuck. Ich hab dein Geld. Gut, schick mir ein Foto und wir sind startklar. Was? Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Ja, da kann's nicht mehr sein. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Oha. Holy shit. Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel bereit zum Abgang. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Lass sie gehen. Das unterwegs, tu in der Zwischenzeit nichts, dir ist das alles echt neu. Beeil dich besser, das Vibe fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Huh? Elliot? Elliot. Hey. Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, ey, mach keine Scheiße. Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? I can't tell you, but obviously this is pretty serious shit. That's why I need to leave right now. You mean serious for Rachel, right? But you're the one putting yourself in danger again. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Ach, du bist noch eifersüchtig. Just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual.
You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot. I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy! It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Kleiner Stalker? Ich weiß, die Besorgen ist zu schätzen. Er kommt ein bisschen stalkerhaft rüber, aber ich denke, wenn wir ihn das jetzt an den Kopf werfen, wird er noch mehr drauf losgehen. Also Fakt ist auf jeden Fall, der Typ ist einfach nur eifersüchtig. Er ist mega eifersüchtig und sieht Rachel als Bedrohung an und deswegen geht er so auf sie los. Look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. An ihm vorbeigehen, ihn beruhigen. Boah, ich weiß es nicht. Was würde ich tun? Ich würde an ihm vorbeigehen. Look, I'm sorry, but I really need to go. Elliot? Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Was geht mit ihm? Junge! Nach Hilfe rufen? Ihn beruhigen. Wir versuchen es nochmal mit ihnen beruhigen. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. What? Du bist krank, Junge. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. Oi, 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 oi. Junge. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. Das geht gar nicht mit ihm, ey. Warum sind... Oh, ich verstehe es nicht. Das hat er nicht getan. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. What's really going on here? You can tell me. Here's what's going on. We're at the DA's house, and we should probably leave before he comes back. Don't worry. With Rachel in the hospital, James isn't coming anytime soon. I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is in danger. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. Ich wünschte, ich versuch's.
I'm attempting to move on, but it feels like I'm being blocked against my will. It takes a lot of guts to tell me all this, and I want you to know that I will always be there for you, no matter what. Oh, Junge, du bist liebeskrank. Du merkst es nicht mehr. Ja. Du merkst es definitiv nicht mehr, was du tust. It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. What do we do? I'll talk to them. There's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're a great friend. Du musst unbedingt einen Bruch machen mit dem Mädel. Oh, Junge. Oh. Lässt du den da einfach stehen? Ey, der geht gar nicht. Der hat das voll nicht mehr gecheckt. Der hat nichts mehr auf Reihe bekommen. So liebeskrank, wie der war. Oder wie der ist. Oh mein Gott. Ekelhaft, so eine Typen. Aber es gibt auch Frauen, die so sind. Okay, Chloe, das üben wir aber nochmal. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad. Who's been lying to her all her life, and he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad? Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So, you probably lied too. Would you love me less? Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Ich finde diese Szenen, in denen ihr Vater auftaucht und sie eigentlich mehr mit sich selbst redet, anstatt mit ihm, aber glaubt, sie würde mit ihm reden, sehr schön gemacht. I guess it's better this way, not knowing. Then I'll always be the perfect dad? How many people get to say that? Thank you.
Wow, unheimlich. No way. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Okay, meine Lieben, und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.